Hallo und herzlich willkommen zu meinem Projekt Das automatische Parkhaus. Die Idee hierbei war es, die Fahrzeuge zu verteilen und Informationen über das Parkhaus zu bekommen. Jede der vier Etagen verfügt über zwei LEDs, die anzeigen, ob die Etage voll ist oder nicht. Um in das Parkhaus hineinzufahren bzw. den Fahrstuhl zu rufen, muss die passende Taste gedrückt werden. Der erste Taster ist zum Hochfahren, die anderen entsprechen den Etagen. Das Parkhaus verfügt über ein LCD-Display, welches Informationen anzeigt, wie in welche Richtung der Fahrstuhl fährt, wie viele Fahrzeuge im Parkhaus stehen oder ob es voll ist. Zusätzlich zeigt eine orangene LED an, ob der Fahrstuhl in Betrieb ist. Gesteuert wird das ganze Parkhaus durch einen Raspberry Pi. Besonders ist die Haarbrücke, über die der Raspberry Pi den Motor steuert. Programmiert wurde das Parkhaus in der Programmiersprache Python. Hier sieht man das Struktogramm. Am Anfang werden die fehlenden Pakete und Klassen importiert. Danach wird die Funktionsweise der einzelnen GPIOs, also den Pins, am Raspberry Pi festgelegt. Daraufhin werden die Variablen deklariert. Danach fängt das Hauptprogramm mit der Zurücksetzung der negativen Fahrzeugen an. Als nächstes wird die Steuerung der LEDs programmiert. Daraufhin kommt die Benutzereingabe durch die Taster, die Steuerung des Fahrstuhls und zum Schluss die Ausgabe auf dem LCD-Display. Zuerst wird festgelegt, wie die GPIO-Pins angesprochen werden sollen. Danach wird die Zeit importiert, um zum Beispiel Pausen einbauen zu können. Als nächstes wird die Bibliothek für das LCD-Display importiert. Nun werden die GPIO-Pins eingestellt, damit sie entweder als Ausgang oder als Eingang für Signale dienen. Hier sieht man die Variablenliste. Das Parkhaus benötigt lediglich 5 Variablen, eine für jede Etage und für die Gesamtanzahl. Im Code sieht das dann so aus. Der Hauptteil des Programms steht in einer Schleife, da dieser permanent ausgeführt werden soll. Da durch zu häufiges Drücken der Knöpfe negative Autos entstehen könnten, wird am Anfang jeder Wiederholung überprüft, ob dies der Fall ist und wenn ja, wird die Anzahl der Fahrzeuge so lange erhöht, bis keine negativen Fahrzeuge mehr im Parkhaus sind. Diese Abfragen stehen jeweils in einer While-Schleife, da dies eine abweisende Schleife ist. Der Aufbau dieser Abfrage sieht man hier und im Programmcode sieht das dann so aus. Die Steuerung für die Status-LEDs wird durch eine If-Else-Bedingung realisiert. Im Bild sieht man zum Beispiel die Steuerung für die LEDs der vierten Etage. Und so sieht das dann für jede Etage im Einzelnen aus. Die Steuerung des Fahrstuhls wird auch über eine If-Else-Abfrage umgesetzt. Wenn der Knopf gedrückt wird, wird überprüft, welche die höchste Etage mit einem freien Platz ist. Sind alle Etagen belegt, steht auf dem LCD-Display, die Garage ist voll. Hier sieht man nun die If-Else-Abfrage. Für jede Etage ist festgelegt, wie lange der Motor sich drehen muss, damit der Fahrstuhl eine Etage erreicht. Im Falle der vierten Etage sind es 11 Sekunden. Zum Schluss werden noch die Taster für das Herunterfahren abgefragt. Falls einer aktiv ist, also gedrückt wird, fährt der Fahrstuhl auf die jeweilige Etage. Am Ende wird auf dem LCD-Display noch ausgegeben, wie viele Fahrzeuge sich in der Garage befinden. Zum Schluss noch eine Vorführung, wie das Ganze am Ende dann aussieht.